Ja, herzlich willkommen, liebe YouTuber, meine Freunde, zum hoffentlich, nicht hoffentlich, aber zu wahrscheinlich zum letzten Part der Let's Play Pokémon Blatt Grün Reihe. Wir werden gegen die Top 4 heute antreten. Ich habe meine Pokémon ein bisschen trainiert, ein bisschen, meine Freunde. Es war sehr, sehr krass. Meine Nerven sind mal ein bisschen am Ende. Aber ich wollte endlich Pokémon Blattgrün schaffen und die Top hier auf jeden Fall im ersten Run durchmachen. Wie ihr hier seht, mein Thunder mit Level 56, Big Smog 56, Mr. Banana 55, Vegas 55, Dragoon bisschen höher mit Level 60 sogar und Mr. Magic, das zweithöchste Pokémon mit dem höchsten, also mit dem zweithöchsten Level. Level 58, ja. Ich habe Relax noch Erdbeben beigebracht und Glurak Feuersturm, weil Lower Kanonade war ein bisschen, finde ich, ein bisschen zu riskant, weil er musste eine Runde aussetzen und deswegen habe ich es gelöscht oder beziehungsweise verlernt. Ja, hier sagt doch uns die schöne Dame, ab jetzt triffst du nacheinander auf die Top 4. Wenn du einen Kampf gewinnst, wird es den Weg zum nächsten Trainer freigegeben. Viel Glück. Ja, vielen Dank, das werden wir auch brauchen. Meine Freunde, jetzt geht's los. Wir werden gegen die Top 4 antreten. Die erste Trainerin benutzt Eis- und Psycho-Pokémon beziehungsweise auch Wasser-Pokémon. Und das ist Lorelei. Ja, sie begrüßt uns. Willkommen in der Pokémon-Liga. Ich bin Lorelei und gehöre zu den Top 4. Niemand kann sich mit mir messen, wenn es um Eis-Pokémon geht. Die Kraft von Eisattacken ist unglaublich. Du wirst um Gnade winseln, wenn ich deine Pokémon eingefroren habe. Haha, bist du bereit? Wir sind bereit, Freunde. Der Kampf gegen den ersten Top 4, gegen das erste Top 4 Mitglied Lorelei mit ihren Eis-Pokémon möchte uns vereisen, aber wir werden standhaft bleiben. Wir setzen zuerst Thunder ein mit seiner Donnerattacke, weil das sind ja Wasser- und Wassereis-Pokémon und deswegen würde Flammenwurf von unserem Dragoon nicht zu arg viel bringen. Ja, wir setzen Donner ein, hoffentlich ist es ein One-Hit und wir hoffen es mal und es ist ein kein One-Hit, scheiße. Wir setzen mal hier Donnerblitz ein, ich glaube, sie setzt einen Trank ein. Ja, Top-Genesung von Lorelei wird eingesetzt, das war mir irgendwie klar. Aber sie hat schon eine Top-Genesung weniger, das ist schon mal für uns gut. Weil ich glaube, die Trainer setzen maximal 3 Top-Genesungen ein. Oder 2. Zum Glück ist unser Thunder schneller und Donnerblitz wird eingesetzt. Und ich glaube, das ist das Ende. Ja, das ist das Ende für Yugong. Das erste Pokémon von Lorelei wurde besiegt, meine Freunde. Thunder ist Geschichte. Sie setzt Austoss ein. Auch ein Wassereis-Pokémon, was einen relativ hohen Verteidigungswert und Spezialverteidigungswert hat. Wir setzen nochmal Donner ein. Hoffentlich wird es hier ein One-Hit-Kill, aber ich glaube nicht, weil der, wie schon gesagt, der Verteidigungswert sehr hoch ist. Aber es ist ein One-Hit sogar. Also es ist, außer es ist schwächer wie Yugong. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Oder hält weniger aus. So, Lamos wird eingesetzt von ihr. Auch wieder ein relativ hoher Spezialwert. Wobei es sehr, sehr langsam ist. Also Lamos finde ich auch richtig cool, aber von der Geschwindigkeit her ist es sehr, sehr schwach. Aber wir setzen Donnerblitz mal ein, vielleicht schaffen wir das mal. Und nein, nur die Hälfte. Es setzt Amnesie ein. Wir haben gerade ziemlich viel Glück, dass es keine starken Attacken einsetzt. Das sind wir schon mal sehr gut bedient hier. So, Bodyguard lässt nach, das ist uns egal. Und nochmal Donnerblitz. Das ist auch das Aus für Lamos. Hätte ich mir jetzt ein bisschen mehr erfüllen für die ersten drei Pokémon, aber für uns ist es schon mal besser, ne? Lamos wurde besiegt. Jetzt setzt sie, glaube ich, Lapras ein. Lapras. Ich glaube, das ist sogar ihr stärkstes Pokémon. Das nächste ist Rosana. Und Donner trifft gerade jedes Mal. Also, nicht schlecht. Also, ich hatte immer so viel Glück, und dass Donner nie getroffen hat. Aber jetzt irgendwie... Oh, sogar paralysiert, meine Freunde. Noch besser. Eisstrahl. Oh, nicht gut. Und, wie viel zieht es ab? Ha, nur 80. Oh, ich glaube, das heilt die Paralyse. Ne, nur die Kappe. Komm, wir setzen Donnerblitz ein. Das müsste reichen für Lapras. Und? Es hat geschafft. Ja, wir haben es geschafft. Lapras wurde besiegt. Und sie setzt Rosana an ihr letztes Pokémon. Da setzen wir ganz gechillt Big Smog ein.
So. Sie setzt Rosana ein und wir setzen hier Erdbeben ein. Das habe ich ja. Oh, Todeskuss. Ich glaube, das ist was? Das paralysiert und auf Schlafen. Sowas hasse ich. Jetzt kann ich mein Erdbeben nicht einsetzen. Habe ich hier noch einen Aufwecker oder so? Aber gesehen, Top Gen ist um 2 Mal, ich habe ein bisschen eingekauft. Aufwecker habe ich noch. Lieber setze einen Aufwecker ein, anstatt einen Hyperheiler, weil das ist auch ein bisschen blöd. Ice Heap, oh. Richtig nice. Aber wir setzen Erdbeben ein. Ha! Daneben! Bitch, please, man. Erdbeben müsste, glaube ich, Rosana den Rest geben. Hoffen wir es mal. Und? Jawohl, ein Volltreffer noch sogar, meine Freunde. Big Smoke hat Rosana besiegt und... Und... Wir haben die erste Top 4 besiegt. Lorelei mit ihren Eis-Pokémon haben wir vernichtet. Sie sagt, es sollte nicht so laufen. Ja, meine Frau... Tut mir leid, aber wir haben gewonnen. Du bist besser, als ich dachte. Geh ruhig weiter. Das hier war nur ein Vorgeschmack auf die Dinge, die dich noch erwarten. Oh, sie will uns Angst machen, aber du machst mir keine Angst. So, das nächste Top 4 Mitglied ist Bruno. Ein Trainer, der Gesteins- und Kampf-Pokémon einsetzt. Beziehungsweise auch Boden-Pokémon, glaube ich. Und er sagt... Ich gehöre zu den Top 4. Mein Name ist Bruno. Durch ausgiebiges Training können meine Pokémon sehr stark werden. Ich habe meine Pokémon pausenlos trainiert. Biest, wir werden dich mit unserer Kraft bezwingen. Zum Angriff! Okay. Ich glaube, das war ein bisschen zu laut, aber man muss ein bisschen Stimmung reinbringen, meine Freunde. Ein bisschen Stimmung hier. Woo! So, Bruno, das zweite Mitglied der Top 4 und setzt zuerst einen Onix ein. Ich habe gesagt, er setzt Gesteins-Pokémon ein und ist für uns kein Problem. Ich glaube, ich habe meine Pokémon ein bisschen zu stark trainiert. Ich hoffe, er nimmt mir nicht übel. So, Onix ist auch weg, meine Freunde. Weg vom Fenster. So. Nocturne wird zuerst jetzt wieder eingesetzt. Also ein Kampf-Pokémon. Wir setzen Aurora-Strahl ein. Ich glaube, das bringt ein bisschen mehr. Ja, nee, doch nicht. Himmelhieb. Warum setzt kein... Ich verstehe nicht, warum kein Donnerschlag einsetzt. Die können uns mit Donnerschlag richtig vernichten. Komm, Hydro-Pumpe. Oh, nochmal Himmelhieb. Warum ist er jetzt schneller wie wir? Verstehe ich nicht. Oh, oh, es wird knapp. Scheiße. Nicht gut. Nicht gut. Komm, wir setzen einen Hypertrank ein. Wir müssen unser Vegas heilen, sonst... Komm, so. Nochmal Himmelhieb. So. Komm, einmal Hydro-Pumpe schaffen wir. Hey, wird Himmelhieb immer stärker irgendwie? Hey, was soll das? Meine Freunde, was soll das? Das verstehe ich nicht. Jetztle! Hydro-Pumpe! Geht doch! Nächstes wird Kikli. Und dann setzen wir Mr. Magic ein. Mr. Magic müsste eigentlich uns den Weg gegen Bruno auf jeden Fall Kikli besiegen. Oh, ich setze Toxin ein, das wollte ich jetzt gar nicht. Oh. Daneben noch, scheiße. Mega Kick. Kikli ist auch ein richtig, richtig geiles Pokémon, finde ich. Aber... Mr. Magic wird auf jeden Fall besiegen. Hundertprozentig. Nicht. Komm, wir setzen Hypertrank ein. So, Mr. Magic. Oh, Freunde, ich muss jetzt meine Brille aufziehen. Das ist mir ein bisschen zu strange. So, jetzt seht ihr mich mit Brille sogar. Aber ich habe nicht so die besten Augen. Minus 1. Und da muss ich bis auf meine Augen achten. So. Psychokinese wird nochmal eingesetzt und wir werden auf jeden Fall. Ja, das fühlt sich echt besser an. Wer hat's gedacht? So, Mr. Magic hier. Onix. Da setzen wir mal wieder Vegas ein. Ist, glaube ich, sogar echt besser. So.
in den Kampf, meine Freunde. Wer ist ein Surfer ein? Yes. Onix wurde besiegt. Jetzt kommt, glaube ich, sein stärkstes Pokémon sogar. Mashumai. Level 56, soweit ich mich nicht entsinne. Ja, Level 56, wer hätte gedacht. Wer setzt ein Hydro-Pump ein? Und natürlich geht Hydro-Pumpe daneben. Er setzt aber nur Grimasse ein. Gut für uns. Sinkt unseren Verteidigungswert drastisch noch. Nee, die Initiative. Hydro-Pumpe wird eingesetzt. Das letzte Mal, leider. Leider das letzte Mal. Oh. War schon mal aber relativ hohe KP. Und relativ hohe Verteidigungswerte. Hätte ich nicht gedacht. Nicht gedacht, meine Freunde. Kreuzhieb. Das könnte uns das Ende für Vegas sein. Und es ist das Ende. Ich hab's gewusst. Kreuzhieb ist relativ stark. Und eine sehr gute Kampfattacke. Wir setzen aber jetzt Dragoon an, unser stärkstes Pokémon. Mit Feuersturm. Bam! Und reicht es? Jawohl, es reicht. So. Top 4. Bruno wurde besiegt, meine Freunde. Er sagt nur, wie konnte ich für nur verlieren? Das verstehe ich auch nicht. Ich bin erledigt. Doch die nächste Herausforderung wartet bereits. Das war's. Nicht mal viel Glück oder so. Dankeschön. Sowas nennt man heutzutage Nettigkeit. Komm. Bisschen heilen hier. So, ich habe ja noch ein Beleber gekauft. Oder ein paar Belebers. Ich habe 17 Stück. Ich brauche niemals 17 Stück, aber ich habe gesagt, komm, ich kaufe lieber mehr als zu wenig. Und ich habe noch die scheiß das Calcium und so und KP Plus. Jetzt muss ich auch mal ein bisschen hier. Ah, Agathe, meine Freunde. Agathe, warte mal. Jetzt muss ich ganz kurz gucken, ob ich noch genug Psychokinese habe. 8 Mal müsste reichen. So. Agathe benutzt Geist- und Psycho-Pokémon. Eine relativ starke Top 4, finde ich, wenn man keine Psycho-Pokémon dabei hat oder andere Pokémon, die sehr effektiv gegen diese Viecher sind. Und sie sagt, ich bin Agathe aus dem Team der Top 4. Wer hätte es gedacht? Wo befinde ich mich denn? Hier auf dem Rummel oder was? Ja, ich habe gehört, dass sich Eis sehr für dich interessiert. Oh, no homo, aber sorry. Dieser alte Knacke war früher stark und verliebter jetzt. Aber das ist Jahrzehnte her. Jetzt ist er nur noch ein Altschatten seiner selbst. Oho. Heute kümmert er sich nur noch um sein Pokédex, aber Pokémon wollen ja kämpfen. Beast, ich zeige dir, wie ein richtiger Trainer kämpft. Wie ein richtiger. Freunde, Kampf Nummer 3 gegen Top 4 Agathe. Mit ihren Geist-Pokémon sieht er zuerst ein Gengar ein sogar. Ein Gengar hat, glaube ich, Gengar hat sie, glaube ich, zweimal im Team sogar. Einmal 54, einmal 58. Und, oh, nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Gengar schneller wie wir. Crazy shit, man. Sie hat bestimmt... Das ist so klar. Das ist so klar, ey. Dass die Top-Genesung einsetzt. Das ist so klar. Wir haben Psychokinese hier. Und? Ah. Oh, Spezialwert sinkt. Ja, komm, setz deine Finsterfaust ein, Mann, und lass mich in Ruhe. Mann, noch ein Volltreffer. Ist was... Warum passiert das immer mir? Mann. Komm, wir setzen Vegas ein. Vegas ist relativ gut gewappnet gegen ihre Pokémon. Ist auch sogar langsamer wie Gengar. Okay, das hat mich jetzt ein bisschen geschockt hier. Aber Gengar ist auf jeden Fall weg. Ich finde, dass Agathe, wie gesagt, einer der stärksten Top 4 Mitglieder ist. Nach Siegfried auf jeden Fall. Muss man sagen. Diese Geist- und Unlicht-Pokémon haben schon was. Ja, Windschnitt. Aurora-Strahl hier for the win. Und schaffen wir es? Nochmal, komm. Giftzahn, oh. Das war so klar. Das war so klar, dass ich... Zum Glück habe ich eine Top-Genesung, meine Freunde. Sonst hätte ich jetzt echt die Arschkarte gezogen. So. Vegas ist weg. Arbok
Kommen wir jetzt mal Dragoon ein. Eigentlich kann ich gar nicht verlieren, weil ich habe noch relativ viele Pokémon. Und vor allem mit den Levels, das ist krass. Ich habe echt zu viel gekämpft. Ich habe gedacht, die sind ein bisschen stärker, die Top 4 Mitglieder. So. Komm, wir setzen Feuersturm ein. Sicher ist sicher. Wird wahrscheinlich Arbok eh nicht vernichten. Das wusste ich gleich. Da wäre, glaube ich, zweimal Flammenwurf besser. Aber was will man machen? Vielleicht wäre der Volltreffer ja ein Volltreffer gewesen. Der Feuersturm. Bin auch ziemlich müde, meine Freunde. Tut mir leid. Oh, jetzt setzt sie ihr stärkes Pokémon ein. Gengar mit Level 58. Ja, vorher weiß ich das, ne? Hypnose. Und das war jetzt nicht gegen euch, meine Freunde. Das war jetzt gegen Gengar gedacht, gell? Weil ich es gerade hier auf die Kamera gezeigt habe. Keine Angst, meine Freunde. Keine Angst. Nicht gegen Matschbombe. Matschbombe kann es sogar. Das ist echt interessant. Aber zum Glück nicht vergiftet, sonst würde ich, glaube ich, heulen. Und? Gengar besiegt. Und jetzt Alpollo ein. Na, Alpollo hat keine Chance gegen uns, meine Freunde, auf jeden Fall. Alpollo ist ein gutes Pokémon, aber in dem Levelbereich hat keine Chance gegen uns. Alpollo ist auf jeden Fall weg vom Fenster. Wir haben, meine Freunde, das dritte Mitglied der Top 4 besiegt. Agathe ist weg vom Fenster. Sie sagt, dass wir ein besonderes Kind sind und meint, dass wir gewonnen haben. Wir haben auch gewonnen. Nun verstehe ich, was der Professor meinte. Ich stimme ihm voll ganz und zu. Setz deinen Weg fort. Okay, das mache ich auf jeden Fall. Schnell weg hier von dieser alten Frau. Die macht mir ein bisschen Angst. Komm, ein paar Hypertränke noch. So. Nochmal kurz ein Beleber. Hä, wo ist der? Hallo. Beleber. Ach, da. Mr. Magic hier. Für ihn ein Hypertrank. So. Oh, fuck. Das war zu schnell. Und für... für Vegas die Top-Genesung. So. Jetzt kommt der eigentlich der Fin. Ah, genau. Er setzt zuerst Garados ein, dann brauchen wir eine Donnerattacke. So. Meine Freunde, jetzt geht's los hier. Top 4. Siegfried, der Drachentrainer, der beste Trainer auf der Region Kanto. Wir stellen uns den gegenüber und werden ihn mit unserer Kraft, mit unserer geballten Kraft vernichten. Siegfried, ich habe bereits von dir gehört, Beast. Ich bin Siegfried, der Drachentrainer und Oberhaupt der Top 4. Wusstest du, dass Drachen mystische Pokémon sind? Sie sind schon schwer zu fangen und zu zähmen. Doch die Mühe lohnt sich. Sie sind beinahe unbesiegbar. Bist du bereit, dem Schicksal ins Auge zu blicken? Für dich endet der Ausflug in die Pokémon-Liga hier, Beast! Ja, Rage-Mode hier. Jetzt geht's los, meine Freunde. Der letzte Kampf gegen die Top 4. Siegfried, der Drachentrainer, hat eine geballte Kraft, ein Drachen-Pokémon, Scheiße. Mir fällt der andere Name nicht ein. Aber wir hatten Garados, ein Aerodactyl auf und möchte uns den Weg hier versperren. Wir setzen Donner ein und hoffen, dass Garados hier gleich gefistet wird für uns. Wobei ich glaube, er setzt zuerst Regentanz ein, wie immer. Aber Thunder besiegt! Woo! Hätte ich jetzt nicht gedacht. Level 57 von Thunder. Ein Hippie-Pura. Und er setzt jetzt Dragonier ein. Ja, Dragonier. Hat er, glaube ich, zwei im Team. Wir setzen Vegas ein. Das ist unser Haupt-Pokémon mit Aurora-Strahl. Und komm. Aurora-Strahl, hoffentlich schaffen wir das mit Aurora-Strahl. Ich glaube nicht. Ja, das war mir klar. Bodyguard. Ja, das war jetzt ein bisschen schwach von mir. Weil ich werde dich jetzt vernichten hier. Das erste Dragonier ist von der besiegt, meine Freunde. Und wir erreichen auch mit Vegas Level 56 gleich. So, jetzt. Und, boah. Unglaublich, wie viel Spezialangriff bekommt und wie viel maximale Kraft ihr bekommt. Also plus 4, muss man echt sagen, richtig gut. Und er setzt nochmal ein Dragonier ein. Er hat zwei Dragoniers und nur ein Dragonier. Stimmt.
noch ein Aerodactyl. So. Hoffentlich ist es ein Volltreffer. Aber es wird natürlich kein Volltreffer. Oh, Donnerwelle. Das ist nicht gut. Wir müssen auf jeden Fall gleich kontern mit Paraheiler. Okay, ich habe nicht mehr Paraheiler. Ist ja klar. Aber ich habe einen Hyperheiler. So. Hyperstrahl. Fuck, Alter. Oh, sorry, aber der Hyperstrahl war echt nicht so stark. Krass, ich hab gedacht, Hyperstrahl war stärker. Egal. So. Dragoran, sein stärkstes Pokémon. Ich weiß nicht, warum er nicht Aerodactyl jetzt einnimmt, aber der ist echt so scheiße. Okay. Okay. Das habe ich jetzt nicht damit gerechnet, Level 60. Aber ich glaube, wir schaffen es trotzdem. Dragoran Level 60. Relativ sehr, sehr starkes Pokémon. Oh. Sehr, sehr starkes Pokémon, muss man sagen. Auch sehr langwierig zu trainieren. Also wenn ich jetzt einen Dragoran hätte, ich würde das nicht bis Level 60 trainieren. Ich hätte keine Zeit dafür, das dauert viel zu lange, meine Freunde. Und jawohl! Haben wir es besiegt? Ja! Volltreffer sogar noch. Yes. Yes. So gut, so gut. So. Aerodactyl ist ein letztes Pokémon und ich glaube auch, wir werden es besiegen. Mit Surfer. Dafür bekommen wir noch einen Flügelschlag ab. Es besiegt uns. What the fuck? Okay, da ist auch Mr. Banane ein. So. Kommen wir jetzt die Liga-Sauge an. Oh Mann, das ist ein Flugpunkt, wenn ich voll die Idee, das habe ich voll vergessen. Scheiße. Komm, Liga-Sauge, hoffentlich bringt es den Aerodactyl immer mit, oder weniger. Scheiße. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Komm, wir setzen die Diagon ein. Antikra. Hey, von wo wusste er das? Scheiße, meine Freunde. Komm, wir brauchen Big Smoke. Weil wir jetzt ein Beleber ein. Oh, oh, jetzt wird's knapp, meine Freunde. Jetzt wird's knapp hier. Habe ich noch einen Hypertrank? Ja. Haben wir jetzt nochmal hier einen Hypertrank ein. Ja, komm, das ist ein Hyperstrahl, die Pisse, Alter. Jetzt wechseln zu Vegas. Und das ist ein Surfer ein. Ja, komm, das ist eine Antriebkraft ein. Das ist mir scheißegal, Mann. Ich setze Surfer ein, du bist weg vom Fenster hier. So. Aerodactyl besiegt, meine Freunde, hier. Und wir besiegen das letzte Top 4 Mitglied, Siegfried, der Drachentrainer. Es ist vorbei, ja, es ist vorbei. Unfassbar, du bist wahrlich ein Pokémon-Meister. Das wusste ich schon seit dem Anfang, seit dem ersten Part. Nein, Spaß. Nicht ein bisschen überheblich sein. Wir haben endlich die Top 4 besiegt. Es ist kaum zu glauben, meine Drachen sind an dir gescheitert. Beast, nun bist du der Champion der Pokémon-Liga. Eigentlich wärst du es. Aber du musst noch eine Herausforderung bestehen. Ein weiterer Trainer erwartet dich. Es ist Mr. Low. Er hat die Top 4 besiegt. Er ist der amtierende Champion der Pokémon-Liga. Ja, der amtierende Champion. Kommen wir... Oh, scheiße. Schlachtfeld Number 1 hier beim Pokémon. Komm, wir müssen alle heilen, meine Freunde. So, Beleber für Dragoon. So, ich habe jetzt, glaube ich, keine Hypertränke mehr. Jetzt müssen die Top-Genesungen her. Einmal. Zweimal. So. Er setzt zuerst einen Tauboss ein. Deswegen werden wir gleich mit Thunder kontern. Und der letzte Kampf, meine Freunde, von der Pokémon-Folge. Von dem Let's Play Pokémon Blatt Grün. Macht euch gefasst. Part Nummer 23 ist der finale Part. Und der letzte Kampf gegen Mr. Low wird hier ausgetragen. Hallo, auf diesen Moment warte ich schon lange, Beast. Ich brauche einen starken Gegner, um mich in Form zu halten. Während ich mein Pokédex aktualisierte, habe ich nur die stärksten Pokémon ausgewählt.
Aber nicht nur das. Ich habe Teams aufgebaut, die alle Pokémon besiegen können. Und nun bin ich der Champion der Pokémon-Liga. Beast, weißt du, was das bedeutet? Nee, weiß ich nicht. Ich werde es dir sagen. Ich bin der mächtigste Trainer der Welt. Freunde, der letzte Kampf. Mr. Low gegen uns. Beast. Beast gegen Mr. Low. Der finale Kampf und er setzt Taubos ein mit Level 59 relativ hoch. Wir werden aber trotzdem mit Donner kontern. Er setzt Sandwirbel ein, Herr du Pisser. Hoffentlich werden wir trotzdem treffen. Donner for the win, meine Freunde. Mal schauen, ob das ein One-Hit-Kill wird. Wahrscheinlich schon. Gegen Tauboss, das wäre jetzt ein Witz, wenn wir es nicht schaffen. Das ist ein Witz. Komm, Donnerblitz. What the fuck? Hey, seit wann wechselt er die Pokémon? Das hat mich jetzt ein bisschen geschockt, ey. Kann er das mal auch Vega sein, ein kleiner Knecht? Erdbeben, scheiße. Nicht gut. Surfer, komm. 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 Ja, Volltreffer sogar noch. Sehr gut. Besser kann es nicht laufen. Pokoball. Da wird unser Dragoon herhalten. So, er setzt Kokoball ein, glaube ich, Level 57. 61! Alter, was geht bei dem ab? Hier Feuersturm for the win hier, mein Freund. Ich habe gar nicht gedacht, dass seine Pokémon so stark sind. Und? Jawohl. Sehr gut. Turtok. Komm doch jetzt mal Mr. Banana ein. Vielleicht packt das Mr. Banana. So, Mr. Banana gegen Turtok, meine Freunde. Gigasauger. Oh, Turtok ist stärker. Schneller. Ja, okay, der Level ist Turtok wirklich echt stärker. Aber wir sind im Vorteil mit unserer Pflanzenattacke. So, schaffen wir es? Oh. Es geht noch weiter. Ich glaube, er setzt Hydro-Pumpe ein. Ich hab's gesagt, Hydro-Pumpe. So, wer ist den Gigasauger? Mal schauen, wie viel wir zurückbekommen von der HP. Oh, es wird knapp. Mit der letzten... Oh, scheiße, nein. Citrobeere. Ey, komm, Mann. Arcani, du kleiner Knecht hier. Mann, seit wann setzt er sowas ein? Das ist für mich neu. Aber ein Volltreffer. Ja, es regnet weiter, ich weiß, aber... Er ist ein Big Smoke ein. Big Smoke. Aus dem Grund, weil es Erdbeben kann. Ha, Flambeauf hat's. Oh, ja. Alter! Scheiße, wie wenig das abzieht, ey. Turbo-Tempo bringt auch nichts. Du bist eh schneller wie mein fettes Galaxie. Erdbeben gibt, glaube ich, Arcani den Rest 100%, meine Freunde. Also, wenn's. Nein! Ja, komm, Flammenwurf, das bringt auch nicht viel. So. Oh, sogar verbrannt. Jetzt schlecht, aber das ist scheißegal. So. Was? Was? Kann doch für Speedrun hier. Das kann nicht sein, ey. Das kann echt nicht sein. So. Komm, Erdbeben nochmal. Nochmal Erdbeben. So, jetzt ist Arcani besiegt. So, nächstes Mal Taubos eingesetzt. Wir setzen hier Thunder nochmal ein. So, mit Donnerblitz. Ach, ey, du Knecht, Alter, lass mich doch in Ruhe hier. Hey, wie viel Top-Genesungen hat der?
Meine Güte, ey. Okay, jetzt. Scheiße. Simsala. Donner, komm. Wie ist ein Dragunai? Flammenwurf, komm. Jawohl, ein Volltreffer. Level 61 erreichen wir, jawohl. Level 61, meine Freunde. Turtok. Da setzen wir wieder Mr. Banane ein. Und meine Freunde, das ist das letzte Pokémon von Mr. Low. Und wir setzen Gigasauger ganz gechillt ein. Er setzt Regenkampf ein, richtig behindert eigentlich. Aber wenn das braucht. Und ist es die finale Attacke? Es ist der Final Attack. Nein, es ist nicht, meine Freunde. Es ist nicht die Final Attack hier. So. Wir setzen Rasierblatt ein, er setzt Top Genies. Das war so klar. Komm, Rasierblatt hier vor der Win. Er setzt Gyarados bei, der war klar. Komm. Scheiße. Egal, egal. Wir haben noch Mr. Magic. Komm, zieh Chinese, du Bitch. Oh, 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 oh. Alter. Alter, was ist da los? Sorry, Leute, was ist da los? Alter! Das ist nicht gut, ey. Alter. Ich hab's geschafft, oder? Alter, Schockmoment. Freunde, du. Freunde. Und wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben den Champ, Mr. Lopez. Ja. Nein, das kann nicht wahr sein. Meine besten Pokémon sind geschlagen. Mein Ziel ist schon vorbei. Gerade in Anstrengung, Liga-Champion zu werden. Das ist nicht fair. Ja, Freunde, wir haben Mr. Law besiegt. Wieso habe ich verloren? Ich habe mein Pokémon doch sehr sorgfältig aufgezogen. Verdammt, du bist der neue Champion der Pokémon-Liga. Aber ich gönne das nicht. Eich, Beast. Oh, Beast, hallo. Hallo, alter Mann. Eich, du hast also gewonnen. Glückwunsch, du bist der neue Champion der Pokémon-Liga. Du hast viel dazu gelernt, seit du dich mit Glimmern auf den Weg gebracht hast. Klar, ich lerne viel. Beast, du bist schon viel erfahrener. Mr. Low, du hast mich sehr enttäuscht. Du bist einfach nur unreif und klein und schwach. Nein, als ich hörte, du hättest Tipp 4 besiegt, kam ich hierher. Doch als ich ankam, warst du der Verlierer. Mr. Low, weißt du, warum du verloren hast? Du hast deinem Pokémon nicht genug Liebe und Vertrauen gegeben. Liebe, wer braucht Liebe? Entgegengebracht, ja. So wirst du niemals Sieger werden. Na, ja, und ich bin der Homo und hab Liebe gebracht. Klar. Beast, du hast begriffen, dass dein Sieg nicht alleine dein Verdienst war. Die Beziehung zu deinem Pokémon ist vorbildlich. Folge mir. Okay, ich folge dir unauffällig. So. Oh, die Ruhmeshalle. Richtig nice. Herzlichen Glückwunsch, Beast. Das ist hier die Pokémon-Ruhmeshalle. Alle Champions der Pokémon-Liga werden hier für die Heldentaten ausgezeichnet. Zusätzlich werden alle hier deinen Pokémon geehrt. Beast, du hast hart gekämpft und die Herausforderung der Pokémon-Liga gestanden. Beast, du wirst gemeinsam deine Pokémon in der Ruhmeshalle verewigt. Ja, meine Freunde, die Ruhmeshalle. Wir haben die Pokémon geschafft. Wir sind der Pokémon-Meister. Wer hätte gedacht, nach 23 Parts haben wir es geschafft. Der letzte Part ist ein bisschen lang natürlich. Hier startet noch der Speichervorgang gemacht wird, das Gerät nicht ausgeschalten. Und hier Fanta Level 57, Big Smog Level 56, Mr. Banana Level 55, Mr. Magic Level 58, Dragoon Level 61 und Aqua Vegas Level 57. Das ist das Ruhmeshallen-Team. Das Let's Play Pokémon Team von mir. Mit diesem Pokémon haben wir die Ruhmeshalle beziehungsweise das Spiel durchgeschafft. Und haben in 16 Stunden relativ schnell, dank dem Speed Mode, die Pokémon Liga geschafft. Und wir sind der neue Champ der Pokémon Liga. Meine Freunde, ich verabschiede mich auf jeden Fall hier. Ich bedanke mich sehr für ja, das Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dieses Pokémon-Spiel. Es werden neuere bzw. weitere Let's Plays folgen. Und ich verabschiede mich auf jeden Fall schon mal hier. Ich bedanke mich. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und wir sehen uns. Ciao.
Wir sind ein Team und wir trainieren für den Sieg. Unendlich viele Tage schon. Hier ist mein Plan, wir laufen rüber in den Wald und sammeln ein paar Pokémon.